Willkommen zurück zu FIFA 14. Das Spiel vor dem Viertelfinalrückspiel gegen die Bayern. Und ein sehr dankbarer Punktelieferant, zumindest in ja, Staffel 1 und auch von dem an aus Staffel 2, wo ich mich erinnere noch. Da geht ja mal was. Also Hull City war ja auch die Mannschaft, wo Northampton in Staffel 1 in der letzten Saison die Meisterschaft perfekt gemacht hat mit einem 3-0-Sieg, glaube ich. Daran meine ich mich zu erinnern. Besondere Momente vergisst man recht selten. Man City auf Platz 1, 3 Punkte Vorsprung, ein Spiel weniger, also mit einem Sieg hat man wieder komfortable 6 Punkte. Und die ganzen Spieler sind auch wieder fit, das war wichtig. Nach dieser Woche mit Doppelbelastung, 2 Spiele an 2 aufeinanderfolgenden Tagen, damit muss er auch erstmal klarkommen als Spieler. Aber die Entspannung der letzten Tage hat gut getan. Alles scheint fit zu sein. Und man kann sich auf dieses Spiel auf jeden Fall freuen. Hull City ist, also Punktelieferant heißt nicht, sie sind immer mega einfach zu besiegen. Das heißt, nur wenn gepunktet werden muss, dann ist gegen Hull City, naja, dann stehen die Chancen gut. Mal schauen, Müller. Long. Grätsche gut von Rodwell. Wenn er da sein muss, dann ist er da. Loni. Anspielstation, Fragezeichen. Fragezeichen, Fragezeichen. Da wird Loni geschickt. Bisschen weit. Verteidiger ist da. Die ersten Ansätze kommen schon rein. Kommen reingeflattert. Per Mail oder was? Sinclair vielleicht. Loni. Relativ alleine. Nur der Pfosten. Pech an dieser Stelle. Rodwell. Ja. Sehr zentral. McGregor. Mag nicht der beste Torwart der Welt sein, aber den hat er dann doch. Ohne da jetzt sein können, beleidigen zu wollen. Aber wer bei Hull City spielt, wird wohl kaum Manuel Neuer heißen. Das ist auch Fakt. Das war, also Loni ist gestartet, das war gut, aber das Abspiel war einfach viel zu spät, um damit irgendwas zu machen. Also, nope, Freunde. Das war nichts, Müller. Bisschen abwarten, Sabalita schicken, sieht erstmal gut aus. Schöner Doppelpass, schön über zwei Stationen. Sabalita, den muss er nur noch reinbringen. Da wartet Loni. Bisschen zu weit nach vorne. Er wird zu weit nach hinten. Loni ist vorbeigelaufen am Ball, zu weit nach hinten. Er hat es versucht, könnte man vielleicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, auch nicht genau, was das war oder wie es physikalisch geht. Und für den Fall, dass da kein Android im Spiel war, sondern ein normaler Mensch. Naja, gut. Man wird schon seinen Sinn haben irgendwo. Dumbia. Könnte ich versuchen. Sieht eigentlich relativ gut aus. Ja, probierst es halt mal. Dumbia! Ordentlicher Versuch. Das kann man erstmal nichts gegen sagen. Höchstens, dass man ihn schon mal hätte machen können. Aber das ist ein bisschen viel Anspruch, ne? Geht ja nicht so. Ne, da wird irgendwie der Mann gesucht, obwohl man eigentlich in Schussposition ist. Da kann auch irgendwie nichts Gutes bei rauskommen. Company. Zabaleta. Dann wartet Milner. Und der könnte jetzt nochmal zur Flanke aufrufen. Macht er. Rodwell. Mit Wucht aus 19 Metern. Den muss er erstmal so aufs Tor bringen. Aber nein. Loni. Sinclair, super schön gespielt. Touré, relativ groß, aber auch sein Verteidiger Pendant. Mit ordentlich Körperhöhe wird hier also nicht den Kopfball den kürzeren ziehen. Also man merkt schon, dankbarer Punktelieferant vielleicht. Einfacher Gegner, würde ich so nicht sagen, auch wenn sie immer auf Platz 19 oder 20 sind oder so. Aber es ist halt die Verzweiflung der Kleinen, wenn du mal gegen den Großen ran musst. Entweder du bist komplett rasiert oder du kannst eine Sensation erzielen. Noch ist ja Zeit, um Bretto hochzuschießen. Mal gucken. Loni viel zu spät.
Auch hier wird er wieder eine schlechte Bewertung bekommen, aber zu Recht leider. Im letzten Spiel eine relativ blasse Leistung von ihm. Was ich schade finde. Er ist ja ein toller Spieler. Wenn er es nicht auf den Platz bringen kann, ist auch blöd. Stasic. Kompany. Jetzt vielleicht mal Dumbia. Mit dem Startversuch. Da rennen sich alle über den Haufen. Dumbia ist nicht in der Nutzliste. Aber das wäre so eine typische Man City-Situation gewesen, habe ich das Gefühl. Dass ich da einer durchwurschtel, dann kriegt man halt mal die Chance. Hier momentan leider noch nicht. Kompany. Nächster Versuch. Loni. Kann starten. Lücke ist eigentlich da. Muss nur nicht rasiert werden und schießen. Gut pariert. Wir kommen langsam in eine interessante Region. Loni. Wir kommen langsam in eine interessante Schuss- und Torregion. Die man so vor Halbzeit 2 auf jeden Fall beibehalten sollte. Da war noch der Pfosten, da war er knapp. Noch hat Man City kein Mittel gefunden, um ihn wirklich zu rasieren. Mal schauen. Rodwell. Kann er einfach mal durchmarschieren? Warum nicht? Gibt Eckball. Und Milner. Touré, eigentlich einer der selteneren Kopfballspieler. Also hätte mich gewundert, wenn da jetzt was geht. Sinclair. Milner kann den Ball nicht mehr kontrollieren. Und beziehungsweise kontrolliert weiterspielen. Und Long. Bisschen Kung-Fu von Kolarov. Everybody was Kung-Fu fighting. Kolarov. Komm schon. Jetzt kein Mist spielen. Bisschen überlegen. Und den Ball halbwegs zivilisiert nach vorne bringen. Dann sind wir schon durch. Huddlestone. Ja, defensiv sehr präsent heute. Mal schauen, was offensiv so geht. Will ich sagen, und es gibt Elfmeter. Ja klar, da wird sich von hinten weggesetzt. Das ist ein Elfmeter. Da muss man sich nicht beschweren. Jovetic kommt für Dumbia. Gefährlich. Falsche Ecke. Es riecht so ein bisschen nach Sensation. Und es würde mich nicht wundern, wenn es am Ende 1-0 oder 1-1 ausgeht. Bin gespannt. Habe aber schon meine Ahnung und sage, ja, das macht schon Sinn, dass es jetzt 1-0 steht. Man City nicht drücken überlegen. Hals hatte Chancen. Und dann war man da. Jovetic! Aus dem Nichts! Aber ein Traumtor! Der Ball geht wirklich durch. Keeper reagiert zu spät und den zimmert er in den Winkel, als gäbe es kein Morgen mehr. 1-1, Dankeschön. Super gemacht. Das kam sehr unerwartet, aber meine 1-1-Prophezeiung steht ja immer noch. Ich habe gesagt, 1-0 oder 1-1 wird es wohl ausgehen. Ich will es nicht rauf beschwören. Ich würde mich aber immer noch nicht wundern. Touré, ja, ein bisschen viel, ein bisschen hoch, ein bisschen Rückenlage. Hat man gesehen, wie er sich nach hinten biegt. Nicht ganz. Nasri für Sinclair. Und 30 Minuten Zeit für Man City. Um das so hinzubiegen, wie es sein sollte. Aus Sicht eines Spitzenclubs. Nämlich natürlich ein Sieg. Loni. Schön durch. Traumhaft. Hab schon überlegt, so geht überhaupt rein, aber manchmal ist es Tipp und Loni. Er wird hier überhaupt bedenken, wegen irgendwas. 16 Meter gewinkelt, aber wie es nicht schöner sein könnte. 2-1, Glückwunsch. Also fick meine 1-1-Prophezeiung. Wir sind wieder zurück im Spiel. Und solange die Defensive steht, sieht das nach einem verdienten Sieg aus.
Ja, ein bisschen weit, schade. Er hätte nur durchaus reingrätschen können. Ist aber egal, denn er wird sowieso vom Feld genommen. Doppelsturmwechsel, klassisch. Nach 70 Minuten völlig vertretbar. Kivula mit Jovetic zusammen auf dem Feld. Jetzt Nasri. Touré. Wird nach außen gedrängt. Kann die Flanke reinbringen, relativ kurz. McGregor schnappt sich den runter. Aber wie schon gegen West Bromwich war es, glaube ich, im ersten Spiel der Aufnahme. Und so ein bisschen auch gegen die Bayern, schnelles Doppeltor. Also doch relativ schnelle Reaktion und dann zack, zack, 2-0. Oder 2-1, also zwei Treffer auf jeden Fall. Ist natürlich auch gut, das will man sehen, klar. Kivula. Rodwell, interessanter Ball, muss man sagen. Das war ein Foul, richtig. Vielleicht ist der Freistoß. Ich würde sagen, allzu sehr zitter ich nicht mehr, dass Man City hier nicht gewinnt. Andererseits sind auch zwei Tore aus dem Nichts gefallen und ich habe nichts davon geahnt. Also ich würde mit meiner Ahnung heute zumindest ein bisschen aufpassen. In diesem Spiel. Das hat mich schon öfters eines Besseren belehrt. Und Jovetic. Startet den Lauf. Wollte es hier zu einfach machen, hätte wohl durchziehen sollen. Hinterher sagt sich das immer alles einfach. Im Moment des Spiels keine leichte Entscheidung, da jetzt rüber zu ziehen oder nicht. Jovetic hat da auf links außen jemanden gesehen, was auch löblich ist, aber aus der Position spielt man doch nicht ab. Junge, Junge, das geht nicht. Bist du bescheuert oder was? Ja, da sind sie jetzt nochmal. Genau sowas wollte ich ansprechen und versuchen zu verhindern mit meinen Worten. Scheint für den Moment auch erstmal gelungen zu sein. Jovetic. Jovetic! Wird abgedrängt. Zweiter Versuch. Kivula. Kivula gut! Elmo Hamadi. Für Senior der letzte Wechsel. Der jetzt aber auch kommen muss, ganz klar. Wenn Hall noch überhaupt irgendwas will, dann muss jetzt eine zündende Idee her. Und man sollte sich hinten nicht zerstören lassen. Von einem Mann, Rodwell zum Beispiel, fightet der sehr gut. Freistoß, danke. Ja, ja, komm, komm, komm. Muss ich gar nicht aufgeregt hier werden. Aufgeregt werden hier, Hula. Relativ weit, schade. Hat ein bisschen das Gefühl im Fuß gefehlt. Aber egal, das Ding ist durch für mich. Der letzte Abschlag, dann gehen wir nochmal einen Zweikampf, ein Kopfballduell und dann hat Hull City für meine Begriffe keine Chance mehr, hier noch auszugleichen. Nochmal ein Vorteil. Und das war's. Man hat sich zum Sieg ja gemausert, vielleicht das falsche Wort. Aber als man da sein musste, also der Druck kam von Hull City durch dieses 0:1, war man präsent und das war wichtig. Auch im Hinblick auf das Bayern-Spiel. Jetzt ein 2-0 ist ein Vorsprung, den man hat. Aber, ne, also. Es ist halt nur ein 2-0, das ist ein Rückspiel. Also, es wurden schon ganz andere Spiele gegeben. Wie schauen wir aufs Hinspiel? Ich glaube, die linke Seite ist irgendwie schon rum. Habe ich das Gefühl, aber ich weiß es nicht. Genau. Können wir das in der Tabelle sehen? Paarungen. Ja, ich glaube, gestern waren die ersten beiden Spiele. Jetzt wissen wir bei 3-3 natürlich nicht, wer weiter ist. Wir wissen, irgendwer ist weiter durch Auswärtstore. Nein. Irgendwer ist weiter. Auf jeden Fall ist Dortmund im Halbfinale. Also schon mal Glückwunsch. Auf die Bayern werden sie höchstwahrscheinlich, beziehungsweise hoffentlich, nicht treffen. Das ist aber das nächste Mal. Man City, Rückspiel. Oh, ich will eigentlich schon, rote Trikots sehen geil aus. Ja, komm, Rückspiel. Nächstes Mal, hoffentlich wieder mit dir, mit euch, mit mir. Und wir sehen uns.